So, und damit willkommen zurück. Ja, Jungs. Hallo. Colin ist gerade ein Abseilen gegangen, der ist gleich wieder da. Ist der schon. Und Ben hat schon wieder hier was umgekippt. Das war ich. Achso, nicht schlecht, Pierre. Achso, ich kann erst angreifen, wenn ich da S war. Nee, S war Glut, aber Kratzer. Komm her, kleiner Alter. Na, das ist auch noch einfacher. Kann Glut auch zurückkommen? Nee, Glut nicht, macht aber mehr Schaden irgendwie wohl. Wenn er wegläuft, kannst du sehr gut mit der Roma rausnehmen. Ja, mit Schmackes. Also ist hier auch so wie ein Silent Hill, dass alle Türen verschlossen sind und so. Viele, ja. Da kriegst du dann erst den Schlüssel, jetzt bist du wieder im Rhythmus. Das ist echt scheiße, einmal draußen irgendwie und dann... Was läuft da rum? Meditanus? Warum schläft es nicht? Wieso bist du auf in der Tür schon Meditatis? Ist er oder ist das Piklo oder sowas? Nee, das ist Meditatis. Warum läuft das richtig rum? Oh mein Gott! Das ist komisch. Ach stimmt, genau. Während er bei Pokémon Colosseum Pokémon Capoeira besiegt wurde, hat es sich auf die Beine gestellt. Deswegen, es ist tot und naja. Deswegen läuft es jetzt normal. Sieht ein bisschen besser aus, glaube ich. Ich bin zurück, ich werde ihr uns vermisst. Hallo! Ich bin uns. Oh. Vorsicht. Tut dann eine gespaltene Persönlichkeit. Ja. Wunderschön! Ja, Metzel ist ab. Ja. So findet man die Vorräte. Kratzer. Ein ganz schön zerkratzer Pokéball mit Vorräten drin. Wenn da nur immer einer kommt, geht's wirklich, ne? Aber wenn da zwei kommt, dann ist man, glaube ich, schnell auch mal in Panik. Der ist stehen geblieben, hat öfter gewartet, bis du gekratzt hast. Ja, das machen die auch mal ganz gerne. Wäre sonst ja langweilig. Ja. Man kann den wieder gehen. Aber irgendwie erscheint mir es gerade leicht. Wow, das sollten alle Vorräte gewesen sein. Das sollten alle Vorräte gewesen sein. Jetzt nichts wie weg hier. Ich geh nochmal nach oben. Vielleicht ist noch irgendwas auf dem Dach. Ey, ich werde hier sterben, Georg. Mewtwo-Zombie. Da ist noch was. Aber ja, ich kann auch nichts machen. Ja, das letzte Musikstück freigeschaltet. Perfekt. Yes. Das ist ja irgendwie dann bald vorbei, ne? Wenn das schon das letzte Musikstück ist. Weiß ich nicht. Warte. Oh! Bills Schlüssel! Ey, wir können zu Bill rein! Wo war Bill? Wow, die sind wieder auferstanden. Ja. Scheiß auf die Zombies, ey, sollen sie sich doch vom Dach stürzen? Also Bill ist unten links, etwas unter der Spielhalle. Nein, Bill ist Left 4 Dead. Bill! Warte mal, Bill war der Alte, ne? Wer war der Pillenfresser? Wie hieß der noch? Louis, genau. Louis war der Pillenfresser. Pills! Pills over there. Aber da kannst du wieder speichern. Verdammt, speichern. Ja. Du kannst auch einfach da zurück zum Unterschlupf. Verdammt, speichern. Ah, sicher ist sicher. So, und ab zu Bill. Sehr gut. Wieder zum gammlichen Unterschlupf. Okay, das ist auch möglich. Bill. Oh, rechts. Bill. Runter. Bill. Links. Bill. Finde Bills Haus. Bill. Türen drückelt. Das ist gut. Und ich werfe den Schlüssel weg, weil er nutzt das. Bill ist nicht da. Wo ist Bill? Was steht da in dem Buch? Will ich wissen. Bills Tagebuch. 19. Februar. Heute habe ich das Pokémon-Lagersystem ein wenig modifiziert. Alles, was er drin gelagert wird. Es ist nun möglich, die einzelnen Boxen manuell umzubenennen. Schritt für Schritt werde ich immer mehr Funktionen hinzufügen. Auf Wunsch von vielen Trainern habe ich nun auch die Kapazität erhöht. Das Lagersystem wurde nun von 12 auf 14 Boxen pro Trainer erweitert. Ich experimentiere gerade damit rum, dass man die Pokémon grafisch auf dem Display betrachten kann. Es befindet sich zwar noch mehr oder weniger in der Beta-Phase, aber ich bin zuversichtlich, dass ich es bald fertiggestellt habe. Weiterlesen? Also das sind alles Optionen, die von Rot-Blau und Gold-Silber. Ja. Ich habe ein paar... Was? Vor ein paar Tagen eine dunkle Gestalt herumlaufen sehen. Ich glaube, es waren Leute von Team Rocket. Einige von ihnen haben sich vorhin vor dem Radioturm versammelt. Jetzt musst du noch einer mehr, es müssen immer mehr werden. Was haben sie vor? Ich schätze mal nichts Gutes. Diese Verbrecherorganisation macht alles kaputt, wohin sie auch gehen. Wie damals in Azuria City und Saronia City. Oh, ist so langsam anstrengend. Ich hoffe, die Polizei unternimmt schnellstmöglich etwas. Dukatia City ist so ein friedliches Städtchen. Genau, das sieht man. Weiterlesen. Ja.
17. März. Hallo Tagebuch. Hallo Bill. Hallo. In letzter Zeit ist nichts Interessantes passiert. Deswegen bin ich nicht zum Schreiben gekommen. Hallo, wenn er nicht zum Schreiben gekommen ist, dann ist wahrscheinlich viel los gewesen. Oder? Ja, irgendwie schon. Aber das hat sich nun gewandelt. Der Großteil von Team Rocket ist mittlerweile verschwunden. Ach so, das war nicht so. Aber Team Rocket ist wohl das kleinere Übel. In letzter Zeit passieren diese seltsamen Morde in der Stadt. Die Leute drehen alle durch. Es gibt Berichte, bei denen Menschen andere Menschen auffressen sollen. Wie kacke ist das denn? Die Polizei scheint dabei zu versuchen, all diese Morde aufzuklären und die Tatmotive herauszufinden. Ich hoffe, die Situation beruhigt sich bald wieder. Weiterlesen. Naja, Tatmotive. Ja, ich meine Zufall. Nee, mach ja. Das Schicksal. 19. März. Also, ich weiß nicht so recht, wie ich anfangen soll. Sowas habe ich noch nie gesehen. Mittlerweile ist klar, warum einige Leute so durchdrehen. Tudia. Diese verrückten Leute, sie leben gar nicht mehr, aber irgendwie doch. Tudia. Totgeglaubte Menschen und Pokémon stehen plötzlich wieder auf. Tudia. Was ist das nur? Banzai. Diese Stadt zerfällt Schritt für Schritt und die Polizei greift gar nicht mehr ein. Kamele. Ist Dukasia City dem Untergang geweiht? Yeah. Weiter nicht. Yeah. 21. März. Mittlerweile traue ich mich gar nicht mehr aus dem Haus. Sie sind überall, einfach überall. Diese Infektion, oder was es auch sein mag, scheint sich durch Bisse zu übertragen. Erst jetzt wissen das die Menschen hier. Man hat es uns die ganze Zeit wissentlich verschwiegen. Ich weiß gar nicht, wie es zu dieser landesweiten Infizierung kam. Naja, andere Leute bei. Hat sie bei uns angefangen oder kam sie von außen? Was ich weiß, ist, dass sich die Infektion rasend schnell ausbreitet. Ganz Johto ist dem Untergang geweiht, wenn nicht schnell etwas unternommen wird. 22. März. Vorhin habe ich etwas Seltsames beobachtet. Jo. Als ich einen Blick aus dem Fenster warf, sah ich einen Polizisten aus der Spielhalle rausrennen. Ja. Ah, das war Klaus. Er schloss die Tür hinter sich ab und lachte hysterisch. Ja. Irgendwie gruselig. Ich war neugierig, also schlich ich mich dann doch nochmal kurz aus dem Haus. Als ich mich dann an der Spielhalle näherte, hörte ich da drin Schreie. Tap, tap, tap. Die Tür ließ sich nicht öffnen. Wie denn auch? Der Typ hatte den Schlüssel mitgenommen. Gut gemacht, diese Stadt ist verloren. Es gibt keine Hoffnung mehr. Kipo, wir alle verlieren unsere Menschlichkeit unser Gewissen. Nein, nicht nur das, sondern auch das Mal Leben. Verlesen? Ja, mach weiter. Komm, wow. Es sieht aus, als wäre der nächste Eintrag mit Hast mit geschrieben worden. Ich habe mich entschieden. Ich muss Dukatia City verlassen. Ich warte schon seit Tagen auf militärische Hilfe. Vergebens. Jetzt muss ich mein Leben selbst in die Hand nehmen. Ich habe mir aus meinem eigenen internen Lagersystem Daubos transferieren lassen. Ich werde zurück zu meinem Leuchtturm fliegen, auf der Route 24 nahe Azuria City. Dort ist meine Sicherheit auf jeden Fall gewährleistet. Wer weiß, vielleicht ist Kanto ja noch nicht infiziert worden. Mama, Papa, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hätte euch gerne ein letztes Mal gesehen. Es tut mir so leid. Bill. Ciao. Guck mal ins Pokémon, in die Pokébox. Radio hören. Lass mal Fernsehen gucken. Pokébox. Ja, Pokébox. Vielleicht ist das. Wow, ein altes Pokémon-Lager und System. Mittlerweile gibt es ja Pokémon Center neuere Modelle. So, wow. Alles klar. Dann sind wir hier fertig. Anscheinend ist Klaus. Vielleicht haben wir jetzt ein anderes Ende freigeschaltet oder ein Alternativ-Ding, weil wir das durchgelesen haben oder irgendwie sowas. Kann sein. Auf jeden Fall ist Klaus unheimlich. Ja, Klaus ist voll der Psycho, ey. Du hast freigeschaltet, was? Kannst du unten auch rein, ne? Ja, aber ich dachte so... Nein. Ja. Nein. Was war das hier? Das gehört? Keine Ahnung. Das war ein Zombie. Klaus Rede. Das war ein Zombie, ne? Das heißt, mir Nein. Das war gar kein Zombie. Achso. Das war nur deine Einbildung. Verdammt. What the hell? Klaus! No! Ja, und also, geht's weiter? Er hat Martha getötet. Erstmal konnte ich mich nicht bewegen, deswegen. Jetzt sind alle tot? Das wär's. Alles voller Blut und... Nee, Klaus hat sich selbst die Kugel gegeben. Nein! Ich dachte, Klaus ist... Was ist denn hier passiert? Kein Italiener mehr, scheiße. Das ist voll schlimm, ey. Oh mein Gott! Klaus! Er! Herzanfall, oder was? Er! Ja, und noch ein Kopf. Er hat die Pistole genommen und sich plötzlich in den Kopf geschossen. Er ist tot! Scheiß die Wand an! Wir konnten ihn nicht aufhalten. Na, scheiß drauf, der war sowieso ein Psycho. Meinst du, er hat einen Grund dazu? Hat er irgendwas erwähnt? Ethan? Warum soll er was wissen? Er
Er erwähnte etwas. Er erwähnte, dass er für den Tod von mehreren Leuten verantwortlich war. Trotzdem noch gelacht. Und möglicherweise hat ihn dieser Gedanke so sehr aufgefressen, dass er sich selbst erschoss? Kann ja möglich sein. Scheinbar hat er sich die letzte Kugel aufgehoben für sich selbst. Ja. Das hätte er nicht tun sollen. Ja, Moment, die ist ja gut. Oh, fuck. Wir sollten die Leiche so schnell wie möglich loswerden. Albert, helfen Sie mir. Aber selbstverständlich. Genau, das war der. Die Schwuchtel. Noch einer. Martha, Sie können bitte den Boden reinigen. Aber natürlich. Ethan, komm nachher nochmal zu mir, nachdem wir die Leiche weggebracht haben. Ist gut. Martha, bitte wische das ab. Warum ist eigentlich die Alte den Boden wischen? Ist frei. Na, mal ehrlich, die kann sich nicht kommen. Warum macht das nicht Joy oder so? Oder Melanie, hallo? Melanie und Joy, die können schon putzen, aber das Wasser hat's hinbekommen. Hallo, ihr zwei. Die Alte geht's gut. Bewegt sich manchmal. Okay, es ist das gleiche wie immer. Aber bald verschlüpft. Hallo, Ei. Ei, das ist Martha, kümmert sich gut um das Ei. Ich frage mich, was für Pokémon es enthält. Auch das gleiche. Na, sag ich doch das gleiche. Zombie-Mü. Das mit Klaus kam nicht unerwartet. Kam echt unerwartet, stand es zwar, aber okay. Oh. Hätte er wenigstens mit uns darüber geredet, es hätte sicher eine andere Lösung gegeben. Ja, Ablenkung. Ein großer Verlust für uns. Ja. Wie so ein Polizist mit einer Kugel so. Möge er in Frieden ruhen. Ja. Wie sieht's denn aus? Hast du einige Vorräte gefunden? Hey, Colin. Oh yeah! Jetzt glaube ich dir gleich wieder Menge gefunden. Ethan übergibt Dave die Vorräte. Sehr schön. Das wird uns auf lange Sicht über Wasser halten. Da fühlt man sich doch glatt erleichtert. Dave ist Pumpe. Obwohl eine Flucht aus Sukazia City derzeit ausgeschlossen ist. Hey, Ethan. Du siehst verdammt müde aus. Oh. Willst du dich nicht vielleicht hinlegen, wenigstens ein paar Stunden. Na, da sag ich meistens nein. Du siehst echt gestresst aus. Oh, und wie ich das bin. Ein wenig Schlaf wäre nicht schlecht. Kein Problem. Leg dich einfach ins Bett. Warum ist Ethan denn ich schick Albert hinterher. Warum ist Ethan gestresst, wenn du gestresst bist? Warum lässt Lava mal pennt? Lava. Okay. Ich muss mir kurz Hose wechseln gehen. Ich hab mich voller Schrappen gerade, Mann. Ich original nicht. Aber ich erschrecke mich immer bei der Batman-Szene, erschrecke ich mich immer. Wenn die Leiche da ans Fenster geschlagen wird vom zweiten Batman-Teil. Ach so. Ich vergesse das immer. Und dann zucke ich immer voll. Oh, naja. Kann nicht schlafen. Diese schrecklichen Bilder im Kopf. Ja, so schrecklich war das jetzt gar nicht. Von Albert. Ich bin Albert. Oh, Ethan! Bist du schon wieder voll? Da lag gerade noch das Ei. Ja, das ist ja alles der Typ. Erwärmt es ein bisschen. Ein zwischen seinen Beinen. Aber ich denke, das ist normal, dass man so einer Situation keinen Kopf hat. Wie lange habe ich denn geschlafen? Ethan ist schon Zombie. Etwa 2 Stunden. Wenigstens etwas. Nun, wenn ich schon wach bin, kann ich auch gleich aus dem Bett aufstehen. Und das alles wieder da. Magie. Hallo, hey, da ist jemand Neues, oder? Ist das ein Er oder ein Sie? Weiß ich nicht. Ist das ein Opernsänger? Nee, sieht eher nach Frau aus, keine Ahnung. Kahlkopf. Nee, das ist der Kahlkopf aus dem Pokémon Center, der das Lied singt, oder? Im ersten Teil. Oder, nee, im Rubin, Saphir, Smaragd. Lalalala. Könnte das sein. Lalala. Nein, der sagt nichts. Oh, Sole Mi. Was ist? Nee, der klingt wie ein Assi. Was? Nee, oder wie so ein Besoffener. Entschuldige, Sie sind doch neu hier, oder? Applaus, gut erkannt. Ganz viele Punkte. Lala, Sole Mi, was ist denn noch? Der Kerl regt mich auf. Hoffentlich wird er auch schnell zum Zombie. Sorry, bin echt nicht gut drauf. Aber egal, wenn du schon mal hier bist. Ich heiße Walter, lalala. Walter Hoffmann. Sonst sowas, ah ja, ganz viele Punkte. Ich darf mich nicht so sehr aufregen. Ich habe ein paar Herzprobleme, aber red trotzdem wie ein Spasti. Was denkst du? Ich bin alter. Ich hab Angst vor dem Kerl. Ich bin erst 45, das ist nichts mit zu meinem Alter zu tun. Ich kann nicht reden, die Herzprobleme hatte ich schon immer. Oh, Scheißdreck, meine Medizin ist bald aufgebraucht.
Okay. Wahrscheinlich erst noch den Ziel holen für ihn. Ja, später aber. Joy. Ja. Oder wie viel? Da wird doch genug Vorräte, um deine Larve einmal zu heilen. Hey, geil. Schon wieder? Nee, das wurde ja neu gestartet. Willst du, dass ich deine Larve heile? Nee, wollen wir nicht. Das sind nicht so viele Komm, ohne. Vorräte gesammelt. Komm, ja, aber nicht raus. Für Pokémon. Ja, das ist ein Schlampi. Los, du? Oh, die sind alle so nutzlos. Sprech mit, mit Fruchteli. War er doch, oder? Ja, war. Wir können uns leider auf keine Hilfe verlassen. Wir müssen selbst handeln. Ah, ja. Ich meinte eigentlich mit Dave, aber... Dave! Okay. Erstmal noch Vulpix. Vulpix! Also, Vulpix! Jetzt haben sie alle abgeklappert. Kannst du mit Brando sprechen? Nee. Wir tanzen nur. Hey, mein Freund. Was? Du bist schon wieder wach? Du standest quasi direkt Pizza. An der Pizza ist da. Juhu! Lass okay, das erstmal so. Wir sind gleich zurück. Auf dein Essen, dann kannst du es immer noch essen. So, geht weiter, ne? Konntest du nicht schlafen? Anscheinend nicht. Hoffe ich. Warte mal ganz kurz, ich prüfe lieber nochmal. Ups. Das sieht gut aus. Ja, irgendwie schon, nur ich weiß jetzt gerade nicht. Ach, egal. Ja, ja, passt. Zack. So, weiter geht's. Nicht so, wie ich es gern gehabt hätte. Diese Situation raubt uns allen den Schlaf. Was hat sich denn in der Zwischenzeit alles getan? Übrigens, was essen Sie denn überhaupt? Tja, so einiges, also unter anderem Webs. Oh, cool. Und wo ist mein Bein eigentlich hin? Ein neuer Überlebender hat es hergeschafft. Ja, mit dem haben wir schon geredet, Walter. Meinst du, Walter, diesem Wesen? Ein ziemliches Arschloch, wenn du mich fragst. Oh, es ist gut. Ja, ich weiß, er singt viel. Ja, so ziemlich. Wie auch immer. Hört ihr an, was ich vorhin rausgefunden habe? Schmatz, Schmatz, Kau. Hey, Walter, das sind eher rausgefunden. Als du vorhin geschlafen hast, war ich kurz draußen und bin im Blumenladen, vorbeigekommen. Da drin ist scheinbar auch noch ein weiterer Überlebender. Ihr spuckt Essen aufs Mikrofon. Ich glaube, es ist eine Frau. Yeah. Ich habe auf jeden Fall eine weibliche Stimme bei ihm gehört. Sie hat sich von Blumen ernährt. Sehr schön. Ein Fikus am Morgen. Es wäre gut, wenn jemand diesen armen Teufel rausholen würde, auch wenn es nur eine Frau ist, auf die ich leider stehe. Ich hatte leider keine Zeit mehr rauszufinden. Armer Harold. Der Nebel war zu dicht und ich spürte, wie Infizierte sich schon näherten. Ey, so alles in der Fall. Ethan, könntest du... Wir müssen den restlichen Menschen in Ducati auf jeden Fall helfen. Und mit mir meint er Natürlich. Ich kann wieder alles tun. Und du machst mal wieder Blumenladen. Sagst du? Wo ist er genau? Das ist das nordöstlichste Haus der Stadt, direkt neben der Arena. Und jetzt geh hin, ich will weiter essen. Was? Da ist Romantix für dich. Okay, Dave. Das solltest du ohne Probleme finden. Geh einfach. Leider kann ich dir keinen Schlüssel geben. Klopf an. Okay. Ich werde mal versuchen. Viel Spaß, ihr ist weiter. Sollte nicht allzu lang dauern. Ich muss das Gespräch führen. La la la. Alles klar, dann würde ich sagen, bevor wir da rausgehen, machen wir die Folge zu Ende, weil die ist nämlich auch schon wieder 16 Minuten lang. Okay. Kann man draufschneiden. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.